Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 11. Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man am besten den Drachen im Ende besiegen kann, also den Enderdrachen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Um den Enderdrachen zu besiegen, müsst ihr euch natürlich zunächst einmal für den Kampf vorbereiten. Ihr solltet natürlich schauen, dass ihr am besten eine möglichst gute Rüstung und gute Waffen habt, die ihr natürlich dann auch am besten verzaubert. Und gerade ein Bogen zum Beispiel ist ziemlich praktisch und dann braucht ihr natürlich genug Pfeile und Essen und vielleicht auch goldene Äpfel und Tränke und so weiter. Da werdet ihr wahrscheinlich auch selber drauf gekommen. Ich habe aber auch noch ein paar kleine Tipps hier für euch, die ihr vielleicht nicht unbedingt wusstet oder vielleicht nicht unbedingt drauf gekommen seid. Und die werde ich euch jetzt einmal erzählen. Ihr solltet zum Beispiel am besten einen Wassereimer mitnehmen, denn der hat sehr viele gute Eigenschaften, die ihr euch halt zunutze machen könnt. Zum einen könnt ihr damit relativ gut auf die Obsidiantürme hochklettern und zum anderen könnt ihr damit auch Fallschaden verhindern, denn wenn ihr unten zum Beispiel immer ein bisschen Wasser habt und dann der Drache euch irgendwo runterschmeißt, dann bekommt ihr eben keinen Fallschaden, wenn ihr in dem Wasser landet. Außerdem könnt ihr natürlich auch von den Türmen runterspringen mit dem Wassereimer und dann dieses MLG-Water machen, sodass ihr dann halt auch keinen Fallschaden bekommt. Und das ist natürlich sehr praktisch. Und zum anderen gibt's im Ende natürlich auch sehr viele Endermen und die haben natürlich Angst vor Wasser. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie Low-Life seid oder sowas und die Endermänner kommen alle auf euch zu, dann könnt ihr einfach Wasser platzieren und die werden euch dann nicht angreifen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Sache. Außerdem könntet ihr am besten, bevor ihr ins Ende geht, noch einmal neben dem Portal schlafen. Das wird nämlich dafür sorgen, dass ihr, falls ihr am Ende sterbt, eben nicht zu Hause in eurer Base quasi wieder spawnt und dann den ganzen Weg nochmal zum Portal laufen müsst, sondern ihr seid dann halt direkt beim Portal und könnt halt direkt wieder reinspringen und dann halt weitermachen mit dem Kampf, eure Sachen eventuell noch einsammeln. Und das ist dann natürlich auch eine sehr gute Sache. Des Weiteren könnt ihr auch Schnee und Kürbisse mitnehmen, die könnt ihr nämlich dann am Ende platzieren und so halt Schneemänner erschaffen. Und diese Schneemänner sorgen nämlich dafür, dass die Endermänner verscheucht werden, denn die haben warum auch immer Angst vor den Schneemännern. Die Schneemänner greifen zwar den Enderdrachen nicht an, aber wie gesagt, die Endermen sind in meinen Augen sowieso sehr viel nerviger, wenn die euch die ganze Zeit angreifen und so weiter, und das könnt ihr halt mit diesen Schneemännern verhindern. Ihr könnt natürlich, wenn ihr gar keinen Bock auf Endermen habt, auch einen geschnitzten Kürbis statt einem Helm aufsetzen. Das wird nämlich dafür sorgen, dass die Endermänner euch nicht mehr angreifen, aber ich persönlich finde das zum einen ziemlich nervig, weil dann die Sicht so eingeschränkt ist, und zum anderen finde ich es halt auch ein bisschen unnötig, dass man dann seinen Helm weggibt, weil der ja schon relativ viel Rüstung gibt und auch wenn er verzaubert ist, natürlich sehr viel aushält. Und das würdet ihr halt damit aufgeben. Und deswegen würde ich sagen, reicht noch einmal Wasser auf jeden Fall aus im Zweifel. Oder halt die Schneemänner, um sich vor den Endermen zu schützen. Aber falls ihr das eben sehr nervig findet, könnt ihr natürlich auch einen Kürbis aufsetzen. So, das sollte für die Vorbereitung jetzt erstmal reichen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man denn am besten den Drachen besiegen kann. Um den Drachen jetzt zu bekämpfen, müsst ihr natürlich erstmal das Endportal finden und auch aktivieren. Und falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, dass ihr schon am Ende seid und jetzt auch gegen den Drachen kämpfen möchtet, dann würde ich euch als allererstes empfehlen, erstmal die Enderkristalle zu zerstören. Das sind diese Kristalle, die ihr oben auf diesem Obsidianturm findet, und die sind halt super nervig, denn immer wenn der Drache daran vorbeifliegt und in der Nähe ist, dann wird er eben geheilt, und das bedeutet, wenn ihr jetzt den Drachen bekämpft und ihn ein paar Mal abschießt und er aber an diesen Dingern vorbeifliegt, dann hat er halt wieder volles Leben, und das ist natürlich super nervig und dementsprechend ist es am schlauesten, die natürlich erstmal am Anfang direkt zu zerstören. Am besten schießt ihr von unten einfach mit einem Bogen auf die Kristalle, denn dann werden sie zerstört und ihr könnt euch natürlich aber auch hochbauen oder mit Wasser hochschwimmen oder mit einer Enderperle eben hochschmeißen und hochteleportieren, um die Kristalle dann per Hand zu zerstören. Allerdings solltet ihr dabei natürlich darauf aufpassen, dass die Explosion euch Schaden macht und auch Rückstoß hat, und das bedeutet, ihr werdet eventuell vom Turm fallen, und deswegen halt wie gesagt nochmal der Wassereimer halt super praktisch, wenn ihr da unten einfach Wasser habt, dann braucht ihr keine Angst davor haben, irgendwie Fallschaden zu bekommen. Außerdem gibt es noch manchmal Kristalle, die halt eingebaut sind. Das bedeutet, ihr könnt die von unten gar nicht abschießen, weil sie eben in dieser Eisengitterbox quasi sind. Und da müsst ihr euch dann sowieso hochbauen oder hochteleportieren halt, wie gesagt, und dann das Ganze so kaputt machen. Mein Tipp an der Stelle wäre, dass ihr euch am besten einen sehr hohen Turm aussucht, wo eben der Enderkristall noch in so einem Gitter eingesperrt ist und euch da am besten mit Wasser irgendwie hochbaut und dann eben das Gitter zerstört und danach den Kristall. Denn wenn ihr einen relativ hohen Punkt habt, dann könnt ihr von dort aus die meisten anderen Kristalle halt einfach abschießen und habt halt insgesamt einen relativ guten Überblick über alles und könnt eben erstmal gucken, wo sind denn noch Kristalle, die ihr noch kaputt machen müsst und wo sind eventuell auch noch welche mit Gittern, wo ihr euch nochmal so hochbauen müsst. Und so solltet ihr halt, wie gesagt, erstmal am Anfang direkt alle Kristalle zerstören. Wenn ihr jetzt alle Enderkristalle zerstört habt, dann könnt ihr ganz einfach damit anfangen, den Drachen so gut wie ihr könnt abzuschießen und jedes Mal, wenn er irgendwo stehen bleibt, einfach mit dem Schwert drauf zu hauen. Denn jetzt sollte es relativ einfach sein, den Drachen zu besiegen, weil er eben nicht mehr die Leben regenerieren kann. Und dementsprechend braucht ihr halt einfach jetzt nur noch ein bisschen Zeit und ein bisschen, ja, ein gutes Gefühl mit dem Bogen, damit ihr ihn auch trefft.
Und es gibt aber immer noch ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet. Zum einen kann der Drache Feuer speien, sage ich mal. Und zwar entsteht dann so eine lila Partikelwolke auf dem Fußboden. Und da drin solltet ihr nicht stehen bleiben, denn die macht euch Schaden. Ihr könnt sie allerdings einsammeln mit leeren Glasflaschen. Und so bekommt ihr dann nämlich das Drachenatem-Item quasi. Und das könnt ihr dazu benutzen, um nochmal zu brauen. Das ist da relativ nützlich. Aber ansonsten, wie gesagt, sollte der Kampf halt ab jetzt relativ einfach sein, weil der Drache eben keine Leben mehr regenerieren kann. Wenn ihr den Drachen jetzt zum ersten Mal besiegt, bekommt ihr dafür insgesamt 12.000 Erfahrungspunkte und das ist genug, um von Level 0 auf Level 68 zu kommen. Ist, glaube ich, auch das meiste, was man in Minecraft auf einmal kriegen kann für irgendein Monster. Und des Weiteren entsteht, wenn ihr den Drachen besiegt habt, auch das Portal, mit dem ihr dann wieder in die normale Welt kommen könnt. Und es spawnt außerdem das Drachenei, das übrigens eins der seltensten Items überhaupt in Minecraft ist, denn das kann pro Welt nur ein einziges Mal spawnen. Und dazu gibt es auch einen Trick, wie man das abbauen kann. Das werde ich euch aber im nächsten Video dann erzählen. Und damit würde ich sagen, ist das Video jetzt am Ende. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen mitnehmen können, die euch irgendwie weiterhelfen. Und falls ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne Drache in die Kommentare schreiben, dann weiß ich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und des Weiteren würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert. Das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr. Und insgesamt, wie gesagt, Hashtag Drache in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.